Und herzlich willkommen zurück. Euer Rabbel Kaiser ist wieder am Start im Grande Finale zwischen Platin 7 und der Mega 25 fetten Jahren. Ja, ich habe leider nicht mehr aus 8 Platin 7, aber ist ja egal. Es ist Finale und die Platin 7 da vorlegen, weil wir werden gucken, ob wir die 10 Euro Rückstand aufholen werden. So, die Platin 7 da vorlegen. Wir suchen eine 7, einen Stern oder ein Geldbündel. Ich glaube, das Geldbündel wäre ein Worst-Case-Szenario für meine Mega 25 vierte Jahre. Oh. Die Platin 7 geht mit 7 in Führung. Okay. 13. Die 13 und die 4. Die 2 und die 19. Die 16 und die 20. Oh, 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 oh. Die 2 und die 3. Der eine Lucky Monday hat uns, glaube ich, den Sieg gekostet. Falls ihr nicht wisst, das war Lucky Monday Nummer 9. Da habe ich ja 2 von meinen mega 25 fetten Jahren aufgerubbelt, habe ja 30 Euro draus gerubbelt. Ah, schade. Aber wir haben noch ein Los, also wir wissen auch noch nicht, was wir hier rausgewonnen haben. Wir haben noch ein paar Chancen für die Platin 7. Also das ist ja unsere letzte für dieses Duell. Und wir haben hier keinen weiteren Gewinn. Ich würde sagen, wir rubbeln hier noch 20 Euro raus, damit... Oh. Damit, ja, 20 Euro geht die Platin 7 mit 30 Euro in Führung. Puh, das ist ein Brock. Platin 7 habe ich ja alle da noch. Alle 3 Platin 7 von 8 haben gewonnen. Mega 25 vierten Jahren habe ich nicht mehr alle da, weil die habe ich schon eingelöst. Wie gesagt, die sind bald beim Auslaufen. Die laufen noch ein bisschen bis 2023. Also da ist noch Zeit. Und in Deutschland bin ich jetzt gerade nicht. Erst wieder zur Gamescom. So, nun denn. Wir haben unsere letzte Chance auszugleichen, zu gewinnen oder auch irgendetwas mit den mega 25 fetten Jahren. Im Spiel Nummer 1, wir suchen 3 gleiche Zahlen. Wir haben die 20, wir haben zweimal die 10.000. Es wird spannend. 10.000, 10, 100 und die 30. Spiel Nummer 1, leider keine 3 gleichen. Spiel Nummer 2. 1000, 100, 10.000, 30, 100, 20, 50, 10, 20, nope. Ohne Spiel, Sonne, Sonne, huh, dreimal die Sonne, gibt 20 Euro, liegt aber dadurch, glaube ich, immer noch 10 Euro im Argen, wegen den 20 Euro von der Platin 7 gerade. Werden wir noch 10 Euro rausrubbeln? Es wird spannend. Äh, 20, 10, 50, nein. Es werden 20 Euro. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ist nicht schlecht. Aber die Platte 7 gewinnt. Nein, warte mal. Wir sind doch einmal mit 10 Euro in Führung gegangen. 20 Euro liegen hier. 10 Euro waren auch einmal drin. Und eine 10 habe ich ja, glaube ich, haben wir schon eine 10 rausgerubbelt? Hm.
Ich muss mal nachgucken, weil sonst wäre es ein Unentschieden. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde mal nachrecherchieren, ob wir jetzt ein Unentschieden haben oder nicht. Wir haben 8 Duelle gehabt. Wir haben 40 Euro, also quasi die Hälfte, aus der Platin 7 gezogen. Auf jeden Fall 30 Euro mit den mega 25 fetten Jahren. Bin gespannt. Aber ich denke, die Platte 7 hat gewonnen. Schade. Die. Oder ist ein Unentschieden? Ich muss mal nachgucken. Und ich würde sagen, während ihr es in die Kommentare schon ausrastet und sagt, ah, das ist ein Unentschieden oder ach, Scheiße, wir haben verloren. Mit dieser herben Enttäuschung würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Euer Rubbelgeist ist raus. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Du.